So. Ich mag die Musikauswahl. Also das Intro ist halt schon so gute Laune mäßig. Das Outro, da muss ich immer mittanzen. Es ist einfach schön. Ich verstehe es nicht. 9 plus 9 ist für mich 0. Genau. Ich in Mathe. Komm her. Ich sauge euch alle ein. Ich bin der beste Sauger auf dem ganzen Feld. Oha, das Spiel habe ich auch noch. Schlag hilft leider nicht so viel. Das habe ich da hinten im Schrank. Ich habe es nie durchgespielt. Okay, ich halte die Fresse. Besser ist es. Es kommt halt immer drauf an, Hans, was man ist. Chat, das habe ich gelesen und habe mich darüber gefreut. Freund. Okay, es ist passiert. Ich habe eine Trauermücke eingeatmet. Habt ihr das gesehen? Oh, die arme Mücke. Das ist überhaupt nicht so gemeint. Wenn ihr der Meinung seid, ihr möchtet euch euer Gesicht straffen, liften, Botoxen, aufspritzen, abspritzen lassen. Na, oh mein Gott, nein. Geil. Kittens. Sind das Monitore? Das falsch? Da steht doch nicht wirklich Kittens. Shit. Shitter. Da steht doch nicht Shit drin, oder? Kittens Shitterlein. Oder Latein. So Twitch-Usernames sind einfach ein Next Level. Weil, also ich lese schon gar nicht mehr die Namen komplett vor, weil ich immer Angst habe, dass ich das im Kompletten dann falsch vorlese. Deswegen suche ich mir mal einen Teil raus, der aussieht wie ein Name. Und dann lese ich das meistens vor, damit sowas nicht passiert. Shit. Latein Shit. Ich glaube, das ist des Teufels Anus. Ja, absolut. Des Teufels Anus. Kittens Cheaterlein. Nicht Shit. Kittens Cheat. Oh. Oh mein Gott. Hab im Urlaub meine Wespe eingeatmet. Die steckt im Rachen fest. Oh no. Wie ist die wieder. Also ist die wieder. Ja, die ist wahrscheinlich wieder rausgekommen, aber ist die halbwegs unproblematisch rausgekommen? Ausgehustet, okay. Also halbwegs unproblematisch. Weil eine Wespe ist dann nochmal Next Level. Wespe ist wirklich, ich sehe gerade, ich glaube, dass ich mein Bild hier ein bisschen. Hoppala. Ich habe es kaputt gemacht. Ein bisschen oben drüber ragt. So. Besser. Eine 3 Stunden Autofahrt, wir sind da, steigen aus und sofort atme ich sie ein. Oh, das ist die Definition von unlucky. Toller Beginn. Oh, das kann ich mir vorstellen. Das ist sowas von unlucky. Also wenn unlucky eine Situation wäre, dann wäre es diese. Kannst deinem Freund sagen, er braucht sich keine Sorgen machen. Ich habe einen riesigen Penis, das würdest du gar nicht wollen. Emotional Damage! Safe hat er keinen riesigen Penis. Alle Leute, die sagen, sie haben einen riesigen Penis, haben keinen riesigen Penis. Wisst ihr, woher ich das weiß? Weil ich das auch sage. Okay. Okay. So, was haben wir hier? Schwerer Schwefling. Hä? Ja, das hätte böse ausgehen können. Oh, Alter, oh, sag mal. Ganz ruhig bleiben. Ich werde nie Visage spielen. Ich bin gerade, ne? Tatsächlich vor dem Brünnmeer schon. Ich dachte kurz, es wäre Nein, Madison. Du hast es nicht gesehen, gib's zu. Nein. Doch. Also eine Wiederholung könnte sehen, wie ich mache. Ja, du meinst, also, so. Ja, du machst, ja, ja. Oh, Alter. Aber auf dem Haus ist es doch. Warum spielen so viele Leute Horrorspiele? Warum tun sie sich das freiwillig an? Ich bin ein normaler Mensch, ich hasse mein Leben. Na, Nacho. Und dann zeige ich euch auch mein Führerscheinfoto. Weil das ist schon ein Stückchen älter. Moment, ihr Führerscheinfoto, lasst mich nachdenken. Das ist, nicht nachdenken, ich war nicht dabei, als sie es gezeigt hat.
Das ist bestimmt, sie hatte bestimmt hellere Haare. Und ich würde vermuten, kürzere Haare. Das auf jeden Fall. Und eine andere Brille, aber ich glaube eine dunkle Brille. Also ich sage hellere Haare, kürzere Haare, auch so eine dunkle Brille, aber eine andere Brille. Wäre meine Vermutung. Ich frage mich, wie das passieren kann, dass man so ein Foto bekommt. Ich war komplett daneben. Oh Mann, sie sieht da voll krank aus irgendwie. Das sieht gar nicht aus wie Nacho. Hätte man mir nur dieses Foto gezeigt und hätte gesagt, hier, wer ist das? Ich hätte es nicht gewusst. Hätte ich nicht erkannt. Kommt. Was ist passiert, dass ich dieses Foto für meinen Führerschein bekommen habe? Moment, wir müssen jetzt nochmal ganz kurz. Was ist passiert? Das ist doch nicht derselbe Mensch. Die haben doch die Fotos vertauscht. Sie sieht überhaupt nicht aus wie Nacho. Also ich weiß jetzt nicht, wie alt das Bild ist. Aber das sieht doch gar nicht aus wie Nacho. Nee, irgendwie gar nicht. Oder das liegt halt so am Winkel oder sowas. Oder ich hätte nicht gedacht, dass das Nacho ist. Nächstes Jahr brauche ich einen neuen Ausweis. Ich habe seit letztem Jahr einen. Und das Bild sieht okay aus. Das ist aber noch meine alte Brille. Das ist irgendwie so ein Phänomen bei mir. Immer wenn ich irgendwie ein neues Ausweisfoto machen musste oder sowas. Ein halbes Jahr später habe ich eine neue Brille oder sowas. Oder ich habe andere Haare oder so. Immer ist irgendwas anderes, wenn ich dann einen neuen Ausweis habe. Jedes Mal. Kannst du euch nicht erklären, warum. Aber wenn ich jetzt auf mein Ausweisfoto gucke, da habe ich einfach eine andere Brille. Wird fast 10 Jahre alt sein, circa. Ja, so Nacho mit Ende 10er, wollte ich schon sagen. So mit den in den End-10er-Jahren. Ja, na gut, wenn man so 10 Jahre abrechnet, dann könnte es vielleicht hinkommen. Aber ich finde halt auch irgendwie so, die Nase hat eine ganz andere Form, so das Kinn hat eine ganz andere Form. So, also aus dem Winkel jetzt hat ihr kompletter Kopf eine ganz andere Form. Aber diese Ausweisbilder sind ja sowieso einfach, nee. Ich sehe auf Passfotos aus wie ein NPC, immer ist Fluch. Wie sieht man denn aus, wenn man ein NPC ist? Dass ich dieses Foto für meinen Führerschein bekommen habe. Aber stimmt, das war ja Führerschein. So, mein Führerscheinfoto ist jetzt auch schon fast 10 Jahre alt. Ich muss das mal angucken. Also euch zeige ich das nicht, weil das sieht grauenhaft aus, aber ich muss das mal angucken, welches ich da drauf habe. Beeps, kaklap, 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 beeps. Es war verlockend. Run. Vielleicht ist sie eine ehemalige Kollegin. Hä, wie gut! Beeps, kaklap, beeps. Run. Hey, wie gut! Ich bin voll fasziniert. Kommt einfach der Sound bei der Donation und er rennt. 5 Euro Trinkgeld in den Stream. Was lecken? Am Strand laufen schön. Hört auf. Ey, nur so ein kleiner Sprint. 2 seconds later. Run. Hä, hey, aber wie nice ist das denn bitte, dass man ihn so zum Rennen bringen kann? Dort unterstrich Hämchen 92 schmeißt 5 Euro Trinkgeld in den Stream. Spesi braucht okay, Clips. Leute, es gibt genug Situationen in meinen Streams, wo man einen Clip machen könnte und die zu Spesi schicken könnte. Wenn ich aus einem Stream 20 TikToks rauskriege, die lustig sind, dann kriegt ihr auch einen Clip raus, der lustig genug ist, um dem Spesi einzuschicken. Wollte es nur gesagt haben. Also, macht Clips, Leute. Dann sehen wir mich da auch irgendwann. Fahndungsfotos, ja, die sind ganz schlimm, die Passfotos, ganz, ganz schlimm.
Also ich guck meine gar nicht an. So. Entweder ich bin absolut schlau. Oh mein Gott! Ja. Das war absolut schlau. Wie lahmast. Tiefste Nacht im Spiel. Da war das. Da war das falsche Bild. Das ist nicht clumsy. Und dabei Resident Evil war ich, glaube, dabei. Also jetzt kommt vielleicht eine Szene, die ich kenne. Wie lahmast. Tiefste Nacht im Spiel. Clumsy, die Sonne blendet mich. Ach nee, das ist ja. Das hatte ich im Chat geschrieben. Das hatte ich im Chat geschrieben, Leute, das mit dem so, wo sie gesagt hat, ja, die Sonne blendet mich und ich so, ja, tiefste Nacht im Spiel und Clumsy sagt, die Sonne blendet mich. Das hab ich geschrieben. Tiefste Nacht im Spiel, Clumsy, die Sonne blendet mich. Ach nee, das ist ja... Oh Gott. Ich verstehe dich nicht, die Sonne blendet, ja. Ach, scheiße. Ich meine das Ding hier. Scheiße, ich dachte, das wäre die Sonne. Da hatten wir, glaube ich, hingeradet, wo sie das gespielt hat. Ist auch ein toller Name. Ja, finde ich auch. Fotografier's. Oh, die arme Person, die da bei jedem Foto ein neues Foto eingeblendet hat. Ich wäre weggerannt im Übrigen. Ich hätte nicht gesagt Foto, ich wäre gerannt. Oh. Ist es das Spiel? Ist es der Sound? Was ist... Oh Gott. Okay. Wenn die auf dich zukommen, lauf. Voll die Gegen, ja. Deswegen, wenn die auf dich zukommen, lauf. Okay, Newcomer der Woche, wer ist es? Ja, Tomb Raider, nachdem ich gestorben bin, wurde ich getötet. Also ich wurde... Oh Gott. Nachdem ich gestorben bin, wurde ich getötet. Die Uhr in der Küche das austauschen, dann habe ich die Uhrzeit für da, oder? Easy Game. Madison. Easy Game. Easy Money, Easy Game, Easy Win, Easy Life. Was will Madison machen, hä? Huh? Madison! Angst vor dem Spiel. Was willst du tun? Genau das wird sie tun. Was will Madison machen, hä? Huh? Genau das wird sie machen. Deswegen habe ich bei Madison keine große Klappe. Oh, ich will nicht mehr. Ich habe gerade rausgefunden, dass ich mit 32 immer noch mit meinem großen Zeh an meiner Nase komme. Habe ich doch jetzt Rückenschmerzen. Hä? Das geht doch voll einfach. Sie sah ein bisschen verkrampft aus. Upsi. Jetzt. Hätte mir passieren können. Sie bin ich tot. Kannst du es auch, Anna? Mach es nicht vor der Kamera. Das ist dasselbe Prinzip wie mit diesem... Der Fuß ist genauso groß wie der Unterarm. Ich mache das nicht vor der Kamera. Ihr werdet meine Füße nicht in der Kamera sehen. Aber bestimmt. Also wenn ich im Schneider sitzen kann, kann ich das Bein auch noch ein bisschen anheben und dann da meine Nase mit berühren. Das kriege ich schon irgendwie hin. Werde nachts zwar wahrscheinlich Rückenschmerzen haben und vielleicht auch Hilfe brauchen, aus dieser Position wieder rauszukommen. Aber ich könnte es wahrscheinlich hinkriegen. Aber ich werde nicht meine Füße im Stream zeigen. Aber nice try. Nice try. Wie kann ich mich jetzt nochmal auf die andere Seite packen? Flip, vertikal. Oh, ah, hallo!
Ich bin jetzt Ich ahne schon, was du gedrückt hast. Ups. Wisst ihr noch, wie ich die Kamera einmal gedreht habe, aus Versehen? Wenn du weiter hinten bist. Wirklich? Wenn ich jetzt so hier sitze, hört man mich gut? Kannst du das Mic nicht bewegen? Doch. Ach doch. Jerry! Nein! Oh mein Gott, natürlich kann ich das bewegen. Hallo? Mikrofon. Sag mal, geht weg. Weg. Das gibt's doch wohl nicht. Geht raus. Seid ihr doof oder was? Ja, das fand ich auch funny. Ja, da kommt doch nichts mehr, oder? Nee, ich glaube, da sollten Videos auftauchen, aber irgendwie tauchen die nicht auf. So, das haben wir nicht gesehen. Ich glaube, das hatten wir gesehen. Aber ich glaube, das hatten wir dann nicht gesehen. Und dann müssen wir bei den anderen weitermachen. Ah, die Musikauswahl ist eine 10 von 10, sag ich ganz ehrlich, so wie es ist. Das ist eine 10 von 10. Es wird ja auch Entbannungswellen gemacht. Oder? Ja, kann das? Bei Stay gibt es auch, kann ich nur empfehlen, weil Stay einfach nochmal so einfach ein größeres Arschloch ist. Das ist dann einfach mega funny. Du Dreckshund, warum fliegst du runter auf die Föder? Es war so klar, dass der Hund darunter fliegt. Oh mein Gott! What the fuck? Ich bin so eine kleine Fliege hier umfliegt. Marvin Profi. Oh, ich liebe das Spiel. Das ist Crash Bandicoot 2, Leute. Das müssen wir auch irgendwann spielen. Wir haben ja Crash Bandicoot 1 in einem Stream durchgespielt. Crash Bandicoot 2 werde ich nicht in einem Stream schaffen, aber wir müssen es auch mal spielen. Aber guck mal bitte, wie süß dieses Meerschweinchen da ist. Pinguin. Warum? Dasselbe wie mit der Zitrone vorhin, mit der Melone. Das Meerschweinchen. Aber guck mal, das wackelt einfach weiter. Einfach süß. Gleich wieder Level von vorne. Geil. Wie viel Leben hat er noch? Schade, dass man das nicht sieht. Marvin Profi. Tja. Ich kenne das Spiel nicht. Ist es böse? Meine Vermutung sagt ja. Ist aber nur eine Vermutung. Ich sehe hier Clips von Spielen, von denen ich nicht mal wusste, dass sie existieren. Was ist bitte Brotato für ein Spiel? Penisbilder zu deutschen, ey. Das geht einfach nicht. Emotional damage. Ich fuck, das die ganzen DMs sind voll. Stop it. Das Spiel verwirrt mich. Was macht man da? Was muss man da machen? Muss ich in die Toiletten gucken? Oh, wie cute. Wie cute. Das ist doch eine Katze, oder? Hä, wie ist sie so gechillt? Ich glaube, das ist das gechillteste Tier, was ich je gesehen habe auf Twitch. Tut mir leid, Feli. So, ich würde Disneyland. Nur gehen, mir noch was... ich wollte auf Toilette gehen sagen. Ja, ich gehe in der Pause auch immer erstmal ins Bett, dann schlafe ich so 5 Minuten und dann komme ich wieder. Okay. Man kennt's. Newcomer der Woche, wer ist es? Kenne ich die Person? It was at this moment that he knew
He fucked up. Spitzer, nicht Spritzer. Oh, komm, nee. Ich war jetzt auch verwirrt. Ich dachte, for real, bei dem ersten Bild, ich kann ja nochmal kurz zurückgehen. Bei dem Bild, bevor ich da Stabilo gelesen habe, ich dachte, das wäre so eine Flasche, wo man dann so die zusammendrücken kann und dann kommt das Getränk raus. Warum auch immer, fragt mich nicht, so als Spaßgeschenk oder was auch immer. Ich dachte, da füllt man Getränke rein und dann kann man das halt, also wenn man ein Rechtshänder ist, kann man da halt so zudrücken und dann kommt es halt raus. Das dachte ich bei dem Bild, was es ist, mit dieser Aussage von ihm. Ich dachte, das wäre, dass man dann Getränk reinfüllt. Dann habe ich den Text gelesen oben und dachte so, ah, ein Spitzer. Und dann hat das natürlich Klick gemacht. Aber ich dachte, das ist so ein Spaßgeschenk, dass man da halt, ne? Drogenspritzer verstanden. Ja, man hört ja immer nur das, was man hören möchte. Drogenspritzer für Rechtshänder für 7,52 Euro. 7,37 Euro. 7,37 Euro. 15 Cent billiger. Aber ich habe halt erst gedacht, das ist so ein... Na? Spitzer, nicht Spritzer. Oh, komm, nee. By the way, guck mal bitte, wie viele Tabs da oben offen sind. Ich würde die Krise kriegen. Aber ich wäre auch gegangen, wenn mir dieser Fehler passiert wäre. Nix Feiertag. Hä? Ist nur in Deutschland? Österreich und Schweiz nicht? Ach ja, heute ist ja... Alter, stimmt, heute ist der Tag der Deutschen. Einheit. Geist, ich lebe nicht mehr in diesem Universum. So. Ja, man kennt es, Tag der Deutschen Einheit ist auch in Österreich und Schweiz ein Feiertag. Entschuldigung, haben Sie jetzt Ihren Toaster rechtmäßig entsorgt? Ich habe den Toaster eigenhändig in ein Naturschutzgebiet der Spree geworfen und zwar einem von Aussterben bedrohten Aal direkt in die Fresse. Ja. Ich glaube, so, das hatte ich mitbekommen, dass sie, habe ich auf Twitter gelesen, fast von ihrem Toaster gegrillt wurde, dass sie vom Toaster gegrillt wurde. Nicht, dass der Toaster ihr Toast gegrillt hat, sondern sie. Und dass sie den dann halt weggeschmissen hat und das halt nicht fachmännisch entsorgt hat, sage ich jetzt mal so. Und die ganzen Leute halt drauf abgegangen sind, dass sie den halt einfach weggeschmissen hat. Nachdem der Toaster sie fast gegrillt hat. Also, ich glaube, ich hätte ihn auch dann einfach weggeschmissen, wenn mich mein Toaster fast grillen würde. Geräte. War schon ein bisschen doll. Also ich hätte auch gar nicht gedacht, dass es überhaupt so doll werden kann mit einem fucking Toaster, aber anscheinend schon. Die nachfolgenden Bilder dienen der Sensibilisierung im Umgang mit elektronischen Geräten im Haushalt. Da schaut mal. Seht ihr das geschmolzene Gewürzregal? Und das ist schon heftig. Da? Das war schon ein bisschen krass. Was zur Hölle? Ja, das hätte richtig schief gehen können, wäre ich 5 Minuten später in die Küche gekommen, ne? Also heilige Scheiße. Der Rauchmelder ist auch viel zu spät angegangen. Das war schon voller Qualm alles. Und der ist halt, also der ist erst angegangen, nachdem es mir schon aufgefallen ist. Kann schon mal passieren, ne? Dass man da so ein Gewürzregal abfackelt. Wenn mich mein Toaster fast grillen würde, würde ich ihn erstmal auseinandernehmen, wie ich es für mich nutzen kann. Ja, natürlich, also vielleicht ist es so wie, wenn du von einer Spinne gebissen wirst, dann wirst du zu Spider-Man. Vielleicht wirst du, wenn du von einem Grill getoastet wirst, von einem Toast gegrillt wirst, zu einem Toaster. Und kannst dann selber so mit den Händen so Sachen grillen. Wäre halt schon cool, so Toasterman. Ja, stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo eingeladen, keine Ahnung, zum Camping oder so. Und dann sagst du jemand so, oh, wir müssen jetzt noch ein Lagerfeuer machen oder wir müssen jetzt den Grill anwerfen. Du kannst einfach sagen, legt mir die Sachen auf die Hände, ich grill das für euch. Oder so zum drüber Dingsies, ne, so drüber halten und dann grillen. Ja, schon. Könnte ich mir cool vorstellen. Den Toaster an den Stuhl binden und erstmal verhören. So, du wolltest nicht mehr Toast und mich grillen. Wer hat dich angeheuert?
Wer hat dich dafür bezahlt? Ja, Imposter-Piratin, ich weiß es. Ich weiß es, dass du schon da warst. Trotzdem Hallöchen. Wenn du von einem Toaster gegrillt wirst, hat der Toaster einen Schütze an und wendet mich wie eine Bratwurst auf einen Holzkohlegrill, bis ich Gabel. Nee, wenn du Pech hast, dann grillt er dich nur von einer Seite. Das ist ja dann noch belastender, wenn du nur einseitig gegrillt wurdest. Drehen musst du dich schon selber. Ich hab das gehört. Ich hab das gehört. Was habe ich denn bitte gehört? Von dem Spiel habe ich, glaube ich, auch schon mal was gehört. Medium rare? How dare he? Hey, ist einseitig cross, einseitig soft. Das klingt wie so ein... Das ist eine Werbung. Das ist eine Werbung für Toilettenpapier, dachte ich gerade. Auf der einen Seite ist es halt einfach nicht so weich wie auf der anderen Seite. So für die Leute, die sich nicht entscheiden können, ob sie weiches Toilettenpapier haben wollen oder nicht. Einfach die eine Seite ist soft, die andere Seite nicht so. Poppy Playtime, du wirst sterben. Ja, das glaube ich auch, deswegen spiele ich es nicht. Wenn ich das hier schon sehe, denke ich mir so, ich spiele das niemals. Oh Gott! So. Scorn, das wollten wir auch irgendwann nochmal spielen. Mm-mm. Patent für das neue Toilettenpapier reiche ich Montag ein. Ja, da musst du schneller sein als ich. Poppy Playtime ist cool. Horrorspiel mit einer tragischen Story, die aber unvollständig ist. Canon, aber Fandom viel dazu erfunden wird und es super tragisch macht. Oh, das mag ich ja gar nicht, wenn Spiele so nichts Offensichtliches quasi sagen, wenn die halt wirklich so offene Endings quasi haben. Oh, das hasse ich bei Spielen. Gebt mir ein komplettes Ende, ansonsten seht ihr, wie ich irgendwie die ganze Zeit google, was das Ende bedeutet. Das hat mich bei Madison schon so abgefuckt. Weil das halt wirklich so, ich weiß nicht, gib mir doch einfach mal eine Erklärung, was ist da am Ende passiert. Und lasst mich nicht rätseln, das ist das oder jenes oder dies. Wenn ich Rätsel machen möchte, kaufe ich mir ein Rätselbuch. Ich habe ein Rätselbuch, Leute. Ich habe ein Rätselbuch. Ist in mehrere Kapitel gegliedert. Es gibt bisher nur eins und zwei. Weitere kommen noch. Oh, das finde ich ja auch so schlimm. Bei Resident Evil Revelations 2 gab es ja 5 Kapitel, glaube ich. Und die kamen jeweils mit einer Woche Abstand oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Ich habe gewartet, bis die alle draußen waren und mir das vollständige Spiel geholt, weil ich kann einfach nicht warten. Ja, von dem Spiel hattest du, glaube ich, schon mal erzählt, von Bandy and the Ink Machine. Ich glaube, das habe ich auf der Wunschliste. Leute, ich bin seit 9 Stunden live. Ihr könnt hier keine deutschen grammatikalisch korrekten Sätze mehr erwarten. Nach 8 Stunden ist vorbei, eigentlich bei mir schon nach 10 Minuten, aber nach 8 Stunden ist vorbei, da könnt ihr nichts mehr erwarten. So, jetzt sind wir hier im neuen Abschnitt und das sieht so aus, Schwänge in Löcher stecken. Ja, das ist halt, Giga war schon immer so ein bisschen in diese Richtung und so ist auch dieses Spiel. Die ganze Zeit stecken wir unsere Finger irgendwo rein. Wir haben auch unsere Faust schon irgendwo reingesteckt. Wir haben jemand anderes den Arm abgehackt und haben den irgendwo reingesteckt. Also man steckt hier ständig Dinge in irgendwelche anderen Dinge. Und ich glaube... ja, die Wunschliste so macht mich ganz wuschig, ja. Es ist eigentlich ein Porno. Diese Kartoffel habe ich mir verdient. Jetzt ich nehme gerne eine Kartoffelpaste. Ja, ich, die wachs unter der Erde. Sie, Basti, hör genau hin. Sie wachsen unter der Erde. Ich nehme gern eine Kartoffel. Sie wachsen unter der Erde, by the way. Nein! Jetzt habe ich mich verdrückt. Basti. Ich nehme, sie wachsen unter der Erde. Das ist by the way richtig. Im Herbst wachsen sie und sie haben Blüten. Ja, sie sehen aus wie Prunkwinde. Und by the way, am besten schmecken sie im Schallofen. Oh. 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 Ey, mich hat das gerade gestresst. Mich hat es gerade wirklich so gestresst, ihr glaubt es nicht. Weil, wenn du halt wirklich so eins falsch beantwortest,
und dann nochmal von vorne an anfangen musst und dann noch falsch drückst, weil du einfach schnell durch möchtest, weil du es ja eigentlich richtig hättest, das stresst mich. Das stresst mich. Was hat der gemacht? Was? Was? Giftler, vielen lieben Dank. Hast du mich gerade angepupst, Giftler? Na warte, du kleiner Mieser. Das kann ich auch. Sag mal. Ihr könnt es nicht mit mir aufnehmen. War wohl sehr deep heute, ja. Imagine, du kommst so in einen Stream rein und siehst einfach nur das. Einfach nur diese Szene von gerade eben. Und dann musst du entscheiden, bleibst du oder gehst du. Ah! Ah, gehen Sie weg! Das ist ganz schön gruselig, wenn ein Mann mir einfach so im Wald hinterherläuft. Hallo? Hallo? Don't fucking run away from me! Ich habe... Das ist gar kein Laser, das ist Feuer. Einfach ein Laser in Elden Ring. Als nächstes kommt er dann so mit einem SUV da noch vorgefahren und fährt dir hinterher, während du da versuchst, beim Pferd wegzureiten. Autsch. Oh, boah. Nee. Oh, jetzt. Nee. Jetzt tut mir die Hände. Nee. Nee, hey, jetzt tut mir die Hände weh. Oh Gott, nee. Oh nein, das. Oh Gott. Ich glaube, diese Geschichte wird man aber, wenn die einmal im Internet ist, auch nicht wieder los. Oh Gott, nee. Nee. Anderes Thema, bitte. Während des gesamten Sprachenlernen, Bubble. Alchemistes? Einer mit Dark Souls plus Twitch-Chat-Aktion. Ich habe tatsächlich mal überlegt wegen Elden Ring, weil das soll ja so sein wie Dark Souls, nur halt irgendwie moderner. Aber... Schwierig. Alchemistischen Prozesses? Das ist ja richtig schlimm. Kreist aufgeregt das Nest. Immer wenn wir ihn sehen, muss ich daran denken, wo dieser Clip war mit dem Fuß, der so groß ist wie der Unterarm. Weil wie er seine Prothese abgemacht hat und die dran gehalten hat und gemeint hat, stimmt. Ich muss immer daran denken, wenn ich ihn sehe. Und ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Das war so gut. Anstrengungen legt sie ihr einziges Ei. Oh. Es ist Das killt mich. Ich dachte immer, Bagger sind Lebendgebärer. No, sorry. Vermutlich glauben sie zu lesen, ich liebe Paris in der Frühlingszeit. Und doch trügt sie dabei der Augenschein. Lesen das ist nämlich Englisch. I love Paris in the springtime. Ort. Sehen Sie das überzählige The? Wieder einmal hat uns unsere Wahrnehmung getäuscht. Oh mein Gott! Mein Hirn! Alter! Hä? Aber ich dachte auch gerade so, hä? Ey! Alter, ich komme gerade überhaupt nicht drauf klar, ne? Das ist einfach krank. Das Gehirn ist ja heftig. Okay. Nein, Hundi. Da bewegt sich was. Unknown. Ich hab keine Angst. Glaube, das ist Beyond Two Souls. Oh Gott. Ja, das war beim ersten Mal ganz schlimm. Oh Gott. Eigentlich müssten wir klippen, wie Anna sich freut und das einsenden. Gerne, wenn ihr wollt. Das ihr habt von mir die Erlaubnis, sein. Hier zu klippen und bei Spesi einzusenden, wie ihr wollt. Seite. Was ihr lustig findet, klippt und schickt's ihr.
Mehr als nicht ins Video nehmen kann sie es nicht. Und wir haben lustige Clips. Okay. Okay. Die drei haben wir jetzt geguckt. Ich glaube, das haben wir auch schon geguckt, oder? Gucken mal rein. Ich finde die Musik toll. Ich glaube, das hatten wir schon. Ich befürchte nämlich, dass wir entweder einen Game Crush bekommen oder einen schwarzen Bildschirm. Und ja, das kennen wir. Der fällt da runter. Sehen. Also der Typ hier, der fällt runter. Ja, das kennen wir schon. 59 haben wir geguckt. Gibt es dann Montag ein Video mit potenzieller Anna? Das wäre cool. Aber stellt euch mal vor, wir gucken uns die Clips an und ich weiß halt nicht, ob ich im Video bin und dann tauche ich auf. Und ich glaube, ich würde mich so freuen. Und könnte man davon wieder einen Clip machen? Ihr versteht? Wo sind wir denn stehen geblieben? Ich habe heute zwei Stück gemacht und dann auch bei Spesi einschicken, wenn sie lustig sind. Der Lachs wäre einfach perfekt gewesen für das hier. Vielleicht gibt es davon noch einen Clip. Ich weiß nicht, ob die ein bestimmtes Alter haben müssen, wenn die da eingeschickt werden. Aber wenn ihr Bock habt, schickt den Lachs ein. Sucht den Lachs-Clip raus, schickt den ein. Bis vorhin hatten wir geguckt. Die müssen vom Clip mal reingeschickt werden. Ja, aber wie kontrolliert sie das? Wäre halt die Frage, so wie kontrolliert sie das? Also ernst gemeinte Frage, wie kontrolliert sie das? Weil ich glaube, man muss da nicht seinen Namen eingeben oder sowas. Die Anti-Nasenspray hatten wir gesehen. Ich glaube, das hatten wir auch gesehen. Das war, glaube ich, das mit dem Fuß. Das weiß ich nicht. Da gucken wir mal rein bei 51. Ich suche mal morgen einige Anna-Clips durch und gucke, was ich einschicke. Boah, das wäre so witzig, wenn wir dann so die Clips gucken und dann bin ich da einfach. Das wäre ultra witzig. Ich muss mir echt mal eine Liste machen mit Clips, die wir schon, also mit Twitch-Clips von Spesi, die wir schon geguckt haben. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt, Karl, ne? Das darf man nie vergessen. Die Zahl ist nur ein Alter. Also wie oft müsste man da auf Toilette gehen bei 20 Cent, bis es auf 270k kommt? Moment. Also wie oft müsste man da auf Toilette gehen bei 20 Cent, bis es auf 270k kommt? 0,2 mal 5. Ist ja 1. Oh, ich wollte das Ergebnis hören. Das ist ein Feuerzeug. Ja, das zünden wir an. Das ist mit Anzünden, das ist doch Heroin, oder? Ihr kennt euch doch da besser aus. Das war aber jetzt nicht so gemeint. Ich hab Stoff und Schnaps. Ich hab Stoff und Schnaps. Are you sure people didn't just drink out of them? Drink? Out of such finely crafted earthenware? Nein. Don't be ridiculous. Aus diesen Gläsern wurde nie getrunken. Nee, nie. Nie und nimmer. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man daraus ich trinkt. Ich käme mal nur auf die Idee, aus so einem Ritualgefäß zu trinken. Ja, weiß ich auch nicht. Das wäre ja ein Sakrileg. Unglaublich. Was hast du denn da für Sachen? Du bist nicht die hellste Leuchte hier. Oh, das wäre so ärgerlich gewesen. Du bist nicht die hellste Leuchte hier. Helgo macht einfach Party. Trinken erledigt. Es passiert immer sowas, wenn ich gerade gucke, welches Spiel es ist. Dann bin ich so konzentriert zu lesen, okay, welches Spiel ist es. Ich muss mal den Bildschirm hier anpassen, dass ich weiter unten sitze, weil dann seht ihr hier oben auch mal die Spieler. Dass ich dann so abgelenkt bin, dass ich nicht die Jumpscares mitkriege.
gefällt mir. Ich finde es gut, dass ich mich, ich erhole mich immer voll gut von Jumpscares. Guck, ich schreie einmal und dann bin ich wieder, aber dann bin ich wieder komplett auf der Höhe. Mein Gehirn ist dann klar wie sonst niemals. Wie sonst niemals. So, Vince, vielleicht kann ich dir doch noch eins geben. Oh, ein Hundi. Vince, warte, ich hol's eben raus. Hier, Vince. Surprise. Da, 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 da. Oh, armes Hundi. Hat kein Leckerli bekommen. Das war auch blöd. Oh. Really? Ja. Klappe zu, Affe tot. Husch, husch. Wenn das blinde Huhn das Korn findet. Ist das hier nicht Joro sein Teleport? Ein Gegner übrig. Was für ein Lack. Ah, war noch der Weg. Ja, vielleicht. Did you know that unintentional layering occurs in less than 1% of patients? Wisst ihr, was auch so ein lustiger Clip wäre, den man einschicken könnte? Das wäre der von Super People mit dem Boot, wo ich mich selber mit dem Boot gekillt habe. Das wäre auch lustig. Den hätte, wenn ich den bei einem anderen Streamer gemacht hätte, den hätte ich eingeschickt. Mein Dackel Waldemar und ich, wir zwei. Wir wohnen in der Straße 3. Und wenn wir abends eine Runde drehen, dann kann man Noras Puppe wackeln sehen. Okay. Jetzt Chat, bis 2027 sieht meine Krankenversichertenkarte so aus. Ja, scheiße! Hä, als ob man da so ein Foto auf der Krankenversicherungskarte haben kann. Ist es nicht auch so ein biometrisches? Oder fast biometrisch? Als ob, also er könnte mir nicht erzählen, dass man dieses Foto wirklich auf dem bis 2027 hat er gesagt. Der Krankenkasse ist egal, was du da für ein Foto drin. Kann ich dir auch ein Foto von einer Schildkröte hinschicken? Also. Oder stell dich mal vor, jemand macht so Cosplay. Und schickt dann einfach so ein Foto von so einem Cosplay dahin. So, du siehst ja das Gesicht, aber das ist halt so komplett so pinke Haare oder sowas. Und so hier das Make-up entsprechend. Er hat die gleiche Krankenkasse wie ich. Also Imposter-Piraten, du kannst auch so ein Bild dahin schicken. Ich glaube, das muss schon du sein. Ja. Boah, mir wäre das dann so peinlich. Ich bin sicher, hat das wahrscheinlich nur so aus Joke gemacht. So, ja, als ob die das quasi da drauf machen. Und als die Karte dann kam, hat er das wahrscheinlich angeguckt und dachte sich so, oh shit. Aber stellt euch erstmal bitte vor, bis 2027, die nächsten 5 Jahre, wenn er zum Arzt geht und die gucken da auf seine Krankenkassenkarte, vielleicht hat er Glück und sie gucken da nicht drauf, aber wenn sie drauf gucken und sie sehen einfach dieses Foto. Mach doch auch sowas. Ne, ich hab diesen Sommer habe ich schon ein Bild zu meiner Krankenkasse geschickt. Für eine neue Karte. Fun Fact: Ich habe die Karte immer noch nicht. Ich habe es im Sommer hingeschickt. Ich habe die immer noch nicht. Ich habe ein Foto aus meiner Schulzeit auf der Krankenkasse. Ja, aber du siehst bestimmt immer noch so aus wie in der Schulzeit. Aber das hier, das ist halt schon besonders. So, wenn ich jetzt da am Empfang beim Arzt sitzen würde. Und ach, ja. Dann sehe ich das Bild und dann denke ich mir so, wow. Also ich glaube, zum Jahreswechsel meinst du bestimmt. Da hat Mama bestimmt zu früh abgeschickt. Dann hoffe ich mal, dass sie bald kommt, weil ich habe mir extra Mühe gegeben mit dem Foto. Hm.
Irgendwelche Bilder aus deinem TikTok. Oh Gott. Das ist immer so schön, so Standbilder aus Videos. Es ist einfach das Beste. So. Es ist einfach voll repräsentativ. Ich habe nachgefragt, weil ich auch gefragt habe. Ah, okay. Ich habe nachgefragt, weil ich auch gefragt habe. Meine Mutter muss ein neues Bild dann schicken. Ja, ich muss ja auch ein neues hinschicken. Und ich habe mich gewundert. Ich habe nachgefragt, weil ich auch gefragt habe. Jetzt wisst ihr, von wem ich das habe, dass ich keine ordentlichen Sätze sagen kann. Ja, weil wie gesagt, ich warte da jetzt noch drauf und ich dachte so, okay, ich schicke das hin, 3 Monate später habe ich das und ich habe einfach bis heute keine Post gekriegt. Ich habe immer Angst gehabt, dass meine Karte nicht mehr angenommen wird, wenn ich irgendwo die Krankenkassenkarte zeigen musste. Das Bild. Ja, scheiße! Mann, bei jedem scheiß Licht erschrecke ich mich, ey. Da steht jemand neben dir. Oh. Leo! Leo! Hey. Oh, Hausflipper. Ja, ich sag euch weg, denn mein Name ist Officer Doofy. Oh, das ist so eklig mit den Kakerlaken. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, das stimmt. Nur Sprichwörter kannst du besser. Bei mir wäre der Apfel nicht weit vom Kern geflogen oder sowas. Ich bin gespannt auf House Flipper 2. Same. Das soll nächstes Jahr rauskommen, oder? Nächstes Jahr? Übernächstes Jahr? Ich glaube nächstes Jahr. Wenn ich gestört werde, wenn ich mein Zimmer sauge. Saugen tut niemandem weh. Gegenteil. Klamsi. Ist gut. Danke, Anonymous. An den Giftzapf für Sascha, der Rammler. Ignorierst du mich wieder? Drittes Quartal. Oh, das dauert ja noch so lange. Drittes Quartal ist ja in einem Jahr. Da flutscht der Lachs, ne? Da flutscht der Lachs aber richtig. Alte Clips schon ist echt lustig. Das stimmt. Das stimmt. Manche sind aber auch peinlich. Sascha, der Sammler. Vor allem der Sound, der Leute noch so. Die Weltenschlange. Hallo. Oh Gott, auf war so ein cooles Spiel gewesen. Ich finde es so schade. Ich finde es echt so schade, dass der zweite Teil nur für PlayStation 5 kommt. Ich habe keine PlayStation 5, Leute. Ich wollte auf die Pro-Version warten. Ich kann mir doch nicht für ein Spiel eine PlayStation 5 kaufen. Alte Clips von dir schauen ist aber noch lustiger. Oder ein bisschen peinlicher. Montag gibt der Entwickler einen Stream mit House Flipper 2 Gameplay mit einem Q&A. Weiß nicht, ob ich Montag Zeit habe. Aber ich werde es mir danach wahrscheinlich angucken. Ja, aber ich kaufe keine Spiele mehr für alte Konsolengenerationen, wenn die auch für neue Generationen rauskommen, weil ich habe, es war 2000, lange her, da kam Tomb Raider Underworld raus für PlayStation 2 und PlayStation 3. Klein Anna hatte nur eine PlayStation 2 gehabt und hat dann das Spiel halt für PlayStation 2 gekriegt und hat das Spiel gespielt und hat dann später rausgefunden, dass in der PlayStation 3 Version einfach mehr Level waren. Da waren einfach mehr Level. Die haben am Anfang in der PlayStation 2 Version das komplette Unterwasserlevel rausgenommen beispielsweise, weil das einfach die Konsole nicht gepackt hat. Oder aus welchen Gründen auch immer, aber ich vermute mal, weil die Konsole das nicht gepackt hat. Und seitdem war Klein Anna geschädigt davon und hat sich vorgenommen, nie wieder ein Spiel, was für 2 Konsolen rauskommt, 2 Konsolengenerationen rauskommt, zu kaufen. Ich will mir dann von der 5er dann höchstens die Pro kaufen. Weil jetzt lohnt sich das eigentlich nicht mehr, weil ich habe halt damals die normale PlayStation 4 gehabt und dann später kam halt die Pro und die PlayStation 4, die war halt einfach so ein Staubsauger. Und die Pro ist halt einfach super leise und seitdem dachte ich mir so, nee, wenn ich halt die Konsole nicht zum Release kaufe, dann warte ich auf die Pro-Version.
Kommt lieber auf den PC, wenn Sony so weitermacht, finde ich gut. Oh, ich hoffe, dass es dann bald kommt. Ich hoffe es. Sad Anna's Story. Deep Storytime with Anna. Ja. Das hat mich geprägt. Leute, ihr wisst gar nicht, wie mich das geprägt hat. Wie gesagt, ich habe seit der PlayStation 2, PlayStation 3 Übergangszeit, habe ich kein Spiel mehr gekauft für die alte Generation, wenn es auch für die neue kam, weil ich immer Angst hatte, dass bei der neuen Version, für die neue Konsolengeneration, mehr Inhalt ist als bei der alten. Keine Probleme gehabt. Ja, es ist heute wahrscheinlich anders, aber das ist halt einfach so eine Macke von mir geworden. Das ist einfach eine Macke. Deswegen, also, ich würde es jetzt nicht mehr. Ja. Würde ich vermuten, ja, dass die ungefähr so teuer ist, aber ich denke mal schon, dass die kommt. Ich denke mal echt schon, dass die kommt. Es wird vielleicht noch ein bisschen dauern, weil mittlerweile werden ja alle Konsolengenerationen gestreckt ohne Ende. Aber ja, ich denke, die kommt irgendwann. Weil auch wenn die normale sich verkauft ohne Ende, ist ja trotzdem dann halt, dass die Leute vielleicht ein Upgrade dann wollen. Weil es gibt ja auch Leute, die haben sich die vielleicht zum Release geholt und denken sich jetzt, boah, die PlayStation 5 ist vielleicht auch lauter geworden und dann, ja. Dann holt man sich halt die Pro. Und macht die halt nochmal teurer. Es gab ja bisher, glaube ich, von PlayStation 3 und PlayStation 4 immer eine Pro-Version. Auch wenn sich die normalen Konsolen gut verkauft haben. Deswegen bin ich PC-Spieler. Ja. Da muss man halt immer nur wegen Grafikkarte und so gucken. Oh, da freue ich mich jetzt schon, wenn meine Grafikkarte irgendwann zu alt wird. Du bist traumatisiert. Das stimmt. Das stimmt, das hat mich traumatisiert. Und selbst wenn ich jetzt halt noch ein bisschen warte und dann ist halt die PlayStation 5 irgendwann wieder günstiger, weil irgendwann wird das ja wahrscheinlich abflachen, dann habe ich sie halt günstiger. Aber ob ich jetzt 700 Euro ausgebe und dann habe ich eine PlayStation 5 und ärgere mich vielleicht, dass in 2 Jahren die Pro kommt, oder ob ich dann halt noch 2 Jahre warte und halt meinen PC habe, wo ich spielen kann und dann warte ich halt noch 2 Jahre und gebe dann 700 Euro für eine Pro aus, das ist Korps wie gesprungen. Deswegen, also, bis dahin PC. Ich habe noch eine PS1 irgendwo zu Hause. Ich habe da hinten, fällt der glaube ich gerade nicht. Nee, da ist die PlayStation 3 und daneben ist hier die GameCube? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Mhm. Nintendo ist ja konsequent, die Konsole kostet immer dasselbe, bis sie vom Markt geht und wird nie billiger. Die Frage ist halt, ist die bei Sony halt direkt teurer geworden? Weil die anderen Händler, die können ja machen, was sie wollen. Aber die Switch ist im Black Friday halt immer billiger geworden. Da war die billiger. Aber die wird halt, glaube ich, nie teurer. Ja, ich schätze halt immer auch, dass es noch so mindestens 1-2 Jahre dauert, bis halt die Pro kommt. Aber ich bin der festen Überzeugung, es kommt eine PlayStation 5 Pro. Auch wenn sie da halt nur noch ein bisschen was draufpacken, aber halt einfach, um die Leute, die jetzt keine PlayStation 5 gekauft haben, abzuholen und die Leute, die bis dahin upgraden wollen. Weil es gibt ja immer Leute, die upgraden wollen. Ich werde Sie jetzt begrüßen. Also ich bringe euch das bei. Ja? Es ist ein drin. Also, es beginnt mit einem Hauchen und dann ein und ihr müsst den Mund so zur Seite ziehen. Das ist ein Seitenlaut, ein altnordischer. Und den Kopf ein bisschen wackeln dabei. Seht ihr? Wir haben schon Blickkontakt. Okay. Dass ihr ihre Aufmerksamkeit erlegt. Ich mach das jetzt nicht nach. Nee, Hayes, ich mach das nicht nach. Ich hab's gerade gesagt, dann habe ich da deine Nachricht gelesen. Nein, ich mach das nicht nach. Ja, wegen der OLED-Switch hatte ich auch überlegt gehabt. Aber ich nutze sie so selten im Handheld-Modus. Das lohnt sich bei mir nicht. Aber die sieht halt schon cool aus. Also die wird schon... Ja, die sieht echt cool aus. Es gab auch eine PlayStation 3 eine Pro, glaube ich. Ich bin mir fast sicher, dass es da auch eine Pro gab.
Aber wie gesagt, die Technik wird halt immer krasser. Jetzt gibt es ja mittlerweile, glaube ich, schon 8K-Monitore und sowas. Keine Ahnung, ob die PlayStation 5 8K kann. Aber das, die werden das in ein paar Jahren noch aufstocken. Spätestens dann, wenn die Leute kommen und sagen, yo, kann ich mir auch einen PC kaufen mit besserer Grafik, dann wird es halt Zeit, dass sie da ein bisschen aufstocken, noch bevor sie dann halt die PlayStation 6 rausbringen, weil ansonsten haben die jetzt, keine Ahnung, wie lange war die PlayStation 4 auf dem Markt? 5-6 Jahre? Dann hätten sie ja zwischendurch gar keine Einnahmequellen, weil irgendwann jeder eine PlayStation hat, der eine PlayStation will. Deswegen, irgendwas wird rauskommen. Holst du dir einfach eine 4090 für deinen PC? Ja, deswegen. So, ich hab ja allein schon den Vergleich gesehen von der PlayStation 4-Version von Resident Evil und der PC-Version. Ein meilenweiter Unterschied. Also, da kann selbst, glaube ich, die PlayStation 5 nicht rankommen. Nee, das deswegen. Also ich glaube, die werden in ein paar Jahren nochmal aufstocken mit der PlayStation 5 Pro und dann kommt irgendwann die PlayStation 6. Aber die PlayStation 4 war ja auch nur 5-6 Jahre oder sowas. Wenn die jetzt in dem Tempo weitermachen, noch 4 Jahre oder so, dann kommt die PlayStation 6, weil die können halt einfach bei der Entwicklung von den ganzen Spielen, können die nicht so lange mit derselben Grafik und allem Möglichen mitmachen. Das geht nicht. Da werden die Leute abspringen. Wie gesagt, ich bin jetzt halt schon zum PC gewechselt beim PlayStation 4, PlayStation 5 Sprung. Da bin ich jetzt auf den PC gewechselt. Und ich bin sicherlich nicht die Einzige, die das gemacht hat. Handheld-Modus Haze. Handheld. La 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 la, die wunderschöne Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler. La la la, die wunderschöne Laila. Also mit diesem Kopfgewacke, er fühlt es richtig. Er fühlt es. There we go. Wow, und das sollte ich spielen? Gott, bist du bescheuert? Er wollte gerade sagen, da stand doch einer. Ecki, ich hasse dich. Ecki, ich hasse dich. Was passiert jetzt? Ich hasse dich, Ecki. Was passiert? Das ist besser als alles, was ich erwartet habe. Das ist besser als alles, was ich erwartet habe. Guck dich bitte diesen Pilz an. Wow. Ja, das ist es halt. So, da kommen halt nur noch die Spiele, weil die neuen Konsolen halt durch die ganzen Krisen nicht so einfach zu haben sind. Würden die halt einfacher zu haben sein, dann würden halt auch für die PlayStation 4 keine Spiele mehr kommen. Und das wird sich halt irgendwann auch bessern. Irgendwann werden die Sachen halt auch wieder verfügbarer sein. Dann wird man leichter an die Sachen rankommen. Und dementsprechend wird dann auch werden auch die alten Modelle irgendwann nicht mehr unterstützt. Und wenn die Grafik sich halt auch so weiterentwickelt und die ganze Technik und alles Mögliche, dann müssen die alle 5-6 Jahre neue Konsolen raushauen, die ein bisschen besser sind. Auch wenn es halt nur ein bisschen ist, aber das war bisher immer so gewesen. Es kam alle paar Jahre ein Upgrade von irgendwas, auch wenn es halt nur in derselben Konsolengeneration war. Und deswegen müssen sie das, damit sie halt mithalten können. Weil wer würde sich in 5 Jahren noch eine PlayStation 5 kaufen? Da würde sich keiner mehr eine PlayStation 5 kaufen, eine normale. Wenn man halt weiß, okay, in 5 Jahren ist die Konsole 7 Jahre alt. Da kauft sich das halt keiner mehr, der wirklich so auf Grafik und so geht. Also ich würde mir in 5 Jahren auch keine normale PlayStation 5 mehr kaufen. Ich habe jetzt zum Release keine bekommen. Ich warte jetzt, bis ein besseres Modell kommt. Entweder ist es die PlayStation 6 oder halt eine Pro-Version. Aber ansonsten würde ich mir keine normale PlayStation kaufen. Und die müssen halt die Leute abholen, weil du kannst halt einfach nicht permanent an derselben Konsolengeneration festhalten. Das ist dann am Ende wie bei Sims, es geht dann nur noch bergab. So. Wenn man zu lange an irgendwas festhält, was halt nicht weiterentwickelt wird, das bringt nichts. Deswegen, entweder es kommt in ein paar Jahren schon die PlayStation 6 oder halt die 5 Pro. Und da tendiere ich eher zur 5 Pro, dass die kommen wird, um halt so kleine Verbesserungen reinzubringen.
Auch wenn es halt einfach nur ist, dass die Konsole leiser ist oder sowas. Aber einfach, um die Leute abzuholen, die jetzt noch keine haben und die auch sagen, okay, jetzt ein paar Jahre später hole ich mir auch keine mehr. Du bist ein Gerichtsmediziner Bestatter in dem Game und musst drei Leichen präparieren mit Jumpscares, in dem der Story erfährst und 5 Ending freispielst. Ja, ich weiß, worum es in dem Spiel geht, aber ich habe das gerade gesehen und dachte mir so, das soll ich spielen? Das soll ich wirklich spielen? Nee. Nee. Aber den Hut, den brauche ich. Den brauche ich. Und es ist Englisch. Das ist ja auch ein Grund, weshalb ich das nicht spiele. Oh, wieso immer Madison? Ich dachte, der Madison-Hype ist vorbei. Und, ja. What the fuck was that? Ah, hier kommt der Tunnel, ich muss rüber. Oh. Okay. Knapp. Hallo. Knapp, aber das erste, das war cool. Hallo, na? Alles klar? Oh, Entschuldigung. Hallo, na? Kennt man, erstmal Unfall gebaut, überschlagen. Hallo, na? Als wir in Griechenland waren, ich weiß gar nicht mehr, an welchem Tag das war. Auf jeden Fall waren wir auf dem Rückweg von unserem Tagesziel. Ne, das war, wo wir an der Shipwreckway waren. War das der Tag? Das sind wir, glaube ich, gerade wieder zurückgefahren. Versteht, Leute? Peter. Was? Ich hab dich schon überfahren, alles gut. Gut, alles gut. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Was? Klar. Ich hab mich voll erschrocken. Es müsste realistischer werden, dass man auch ein Airbag kommen sieht und so. Boah, und dann musst du halt erstmal wirklich dastehen und warten, bis halt der Airbag wieder so die Luft verloren hat. Und dann kannst du weiterfahren. Musst du erst wieder zusammenbauen, alles austauschen, zur nächsten Werkstatt Airbag austauschen lassen und dann kannst du weiterfahren. Alter, du hast mich gerade aus der Luft gecatcht, als ich gesprungen bin. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Oh mein Gott. Ich dachte, du hast mich gesehen. Ach so, okay, verstehe. Ich habe aufs Spiel geachtet und ich dachte so, hey, da ist jetzt nichts Gruseliges passiert. Ich schaffe das. Are you sure about that? Ich schaffe das nicht. Als ich klein war, hatte ich einen Spielcomputer, dann habe ich immer gesagt, rüber. Oh, schon wieder The Mercury Assistant. Boah, Leute, wenn ich so Clips davon sehe, denke ich mir so, ne. Ich würde das niemals spielen. Niemals. Ich habe eine gute Idee. Passt genau auf. Ihr werdet sterben. Es war so klar. Hast du nichts mehr, oder? Was? Jetzt hat. Ach so. Ja, ein Witz. Alter, übertreibt doch nicht mit den Spenden. Ihr seid verrückt. Nee, Leute, ein Bit ist mehr als ihr denkt. Ein Bit ist ein ganzer Bit. Ein Bit ist ein ganzer Bit, Leute. Oh, okay, aber ich bin erleichtert. Oh. Das ist gut. Hast du schon das Video gesehen von dem Typen, der die Boundary Break Videos macht? Und da gibt's also eins, ja. Was passiert jetzt? Ach, gut, dass so ein bisschen Lecken alles wieder besser macht. Ich habe keine brüchige Psyche. Ich bin nur anfällig für Horrorspiele. So wie 1 Euro 1 Euro ist. Das ist zwar 1 Euro, ist ein ganzer Euro. Du bist ja auch stinkig. Was ist mit dem Kopfi? Kopfi? Bist du ein kleiner Dreckspatz? Bah. Also ich habe mit viel gerechnet, aber mit einer Antwort nicht. Ich hab mit viel gerechnet, aber mit einer Antwort nicht. Ja, im Leichenhaus wäre das auch ein bisschen creepy. Oh, die 50. Folge. Das hatten wir gerade. 50. Folge, Leute. Die geht 20 Minuten, die noch, und dann spielen wir ein bisschen Folge. Ist okay? Okay, hab gemacht.
Oh nee, das ist, will ich nicht. Dann muss ich die 49 davor erst gucken. Das machen wir später, wir gucken das hier. Wir gucken das und die 48 und die 47 machen wir beim nächsten Mal. Aber ich will nicht die besten Clips gucken, weil sonst sage ich so, ah, das habe ich schon gesehen. Nee, wir gucken jetzt erst die 49 davor. Am Stück durch. Okay, spiel sie Twitch-Clips. Ganz klasse. Oh, ich möchte auch Dead by Daylight wieder spielen. Wie die sich umgedreht hat. Mensch. Die löst irgendwas in uns aus. Nee, es geht immer noch nicht. Es geht leider immer noch nicht. Ich hab was gesehen, Chad. Ich hab was gesehen. Hier. Hier, ich fliege. Er springt gegen das Netz wahrscheinlich. Bipskate Vorstellungen von einem Bad Girl. Ich versuch's nochmal. Ui! Oh, ich glaube, das habe ich auch gemacht. Das war lustig. Das ist einfach lustig. Oh, der braucht aber auch so lange zum Aufstehen. Oh, der Arme. Was ist euer Lieblingsanmachspruch? Ich hatte mir das gerade so. Meiner ist, bist du ein scheiß voller... Was? Bist du ein scheiß... Ja, so stehe ich im Club und spreche Frauen an. Ein paar Stunden gehen, Rehme. Hast du das Problem bei DBD schon mal gegoogelt? Ja. Weil ich habe alles gemacht, was bei Google stand. Ich bin wirklich von A bis Z alles durchgegangen. Ich habe alles gemacht, was ich konnte. Ich habe die Tipps, die ich auf Instagram bekommen habe, gemacht. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Problem ist. Weil die Sache ist, die bei Steam oder auf den Konsolen läuft das. Aber bei Epic nicht. Und ich weiß es einfach nicht, was das Problem ist. Haben wir das schon gespielt? War das Little... Nee, das war nicht Little Hope, das war Man of Medan. Oh, oh Gott. Oder? Junge. Was hat's jetzt? Alter. Ja, ich glaube, das war Man of Medan. Junge. Mein Dackel Waldemar und ich, wir zwei. Wir wohnen Regenbogengasse 3. Und wenn wir abends eine Runde drehen, dann kann man Dackelpopo wackeln sehen. Oh nee, wieso immer Madison in jedem Best-of? Überall ist Madison. Run. Ich wollte gerade sagen, wie soll das jetzt funktioniert haben? Aber es hat ganz kurz funktioniert. Komode hat Elias überzeugt. Guck mal, was ich auch machen kann. Komode merkt nämlich gar nicht, dass er den ganzen Tag das Maul auf hat. Und dann kann ich nämlich das hier machen einfach. Ah, der Schrank hinten. Gut, oder? Ich habe jetzt... Dorfbewohner von Raubtier angegriffen. Sag mal. Hey, den kenne ich. Oh nein. Ja, Dorfbewohner gestorben. Oh, wer ist gestorben? Wer ist denn gestorben? Oh je. Soll ich da überhaupt rein? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gottes Willen. Redox. Oh. Oh Mayday. Stopp. Ja, hack die Kopf ab. Was? Wundervoll. Oh. Wie cool das an.
ist es her? Ja, hack's Bein ab. Das brauche ich nicht, wird überbewertet. Bah! Oh, wie eklig das ist. Wie kann ein Spiel nur so wundervoll sein? Ich glaube, ich habe ein neues Lieblingsspiel. Entschuldigung. Ah, es ist eklig. Hat der mir gerade einen Mittelfinger gezeigt? Beim Reden, schweigsamer Druide. Hat der mir gerade einen Mittelfinger gezeigt? Was für ein Arsch! Voll fies. Vielen Dank für 2000. Fickt euch, ihr Scheißpenner! Follower meine ich! Der Boden bebt. Was bedeutet das? Nichts Gutes. Das bedeutet nichts Gutes. Hä, voll nice. Ist doch wirklich voll nett. Einfach ein Duplo. Hab ich auch Bock auf ein Duplo. Vollgeist hat bei mir kein Update. Ich habe vorhin geguckt, es gab kein Update. Tschüss. Tschüss. Ficken Sie sich, Frau Köhler. Sie können mich mal. Weiß halt nicht, wann das Update kam. Vielleicht haben Sie es halt schon runtergeladen gehabt. Und wenn ich den wachschüttel, was wahrscheinlich nicht nötig ist, weil er bis was weiß ich was an PC sitzt, und ihm sage, Schatz, Schatz, was ist das? Dann sagt er mir das. Das weiß ich. Eine Spinne! Wir reden darüber über Waffen. Das weiß ich. Eine Spinne. Dieser Keile. The Crowley war auch echt lustig. Jeder so bei Quicktime-Events. Boing. Ohne Gurke schlafe ich nicht ein, ohne Gurke fahre ich auch nicht heim. Ohne Gurke komme ich nicht zur Ruhe, das was ich will bist du. Ohne Gurke schlafe ich heute nicht ein, ohne Gurke fahre ich auch nicht heim. Ohne Gurke komme ich nicht zur Ruhe, das was ich will bist du. Ohne Gurke schlafe ich heute nicht ein, ohne Gurke fahre ich auch nicht heim. Ohne Gurke komme ich nicht zur Ruhe, das was ich will bist du. Ohne Gurke schlafe ich heute nicht ein, ohne Gurke fahre ich auch nicht heim. Ohne Gurke will das was ich will bist du. Ohne Gurke schlafe ich heute nicht ein, ohne Gurke fahre ich auch nicht heim. Holst du ja auch Luft? Zur Ruhe, das was ich will bist du. Boah, ich bin gestresst vom Zuhören. Hast du ein Mikrofon an beim Kacken? Nein. Nein, 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 nein. Nein! Laber nicht, warte mal. Hallo, hallo? It was at this moment that he knew. He fucked up. Hatte er das Mikro an, während er auf Toilette war? Wirklich? Wie schnell ist das? Sehr schnell. Ich bin vom Zuhören gestresst. Oh, da bin ich draufgesprungen. Ja, das war sehr lustig. Das war ultra lustig. Wild. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Wir gucken noch ein bisschen. Wir gucken ein bisschen Twitch-Clips und gleich spielen wir Fall Guys. Oh. Was für eine Kraft? Ist das Bizeps oder Trizeps? Das hast du nicht gemacht. Madison ist so schlimm. Ich hab nicht erwartet. Ich kann mich doch nicht immer daran erinnern, was das letzte Mal war. Madison ist. Ich kann mit dem Spiel nichts anfangen. Eventuell doof gestellte Frage, aber...
Leute, man merkt, es wird spät, ich werde müde. So. Gut, wir wollten noch das hier gucken, noch die 48. Und dann spielen wir Fall Guys. Ich trinke schon die ganze Zeit, aber wenn ich jetzt noch weiter trinke, muss ich pipi. Und ich will jetzt nicht nochmal pipi gehen vor Streamende. Wir haben übrigens die 10 Stunden geknackt, Leute. Achtung! Beim nachfolgenden Clip handelt es sich um Situationskomik. Sollten Sie diese nicht verstehen, liegt es nicht an Ihnen. Sie können sich Ihr aufgesetztes, arrogantes, eingebildetes Gesicht jedoch sparen und einfach darüber lächeln. Aus Nettigkeit. Vielen Dank. Photoshop. Gronkh ist nicht fast 50. Natürlich. Er ist 45. Oh mein Gott. Come on, 45 ist doch fast 50. Doppel fick dich einfach. Ich hab einen Shieldbreak. Bei mir sind welche. Oh no. Das ist doof gelaufen. Ich, Ich freue mich auf die Clips, die vor der Madison-Zeit entstanden sind. Weil ich mag Madison nicht mehr. So, die U2 hält hier. Bitte einmal alle aussteigen. Lass uns die Leute erst raus und dran stehen sein. Wir fahren dann weiter bis zum Candidplatz. Geh, servus. Wie gut. Hi. Bin ich jetzt oh, diese uralten Spiele. So crazy, wie die damals ausgesehen haben. Und jetzt guckt euch mal Zelda an, wie es heute aussieht. Sag mal. Das kann doch nicht sein. Und jetzt werde ich hier auch noch getroffen, oder was? Nein! Du kleine. Ist echt so, Alter. Ist echt so synchro, ey. Ja, bei dem Spiel hätte ich auch 20 Mal drauf geschossen. Das ist The Evil Within 2. Ihr seht das nicht, weil ich davor sitze. Ich glaube, sie ist tot. Anders Lieblingsgame, nee. Guck mal, wie weit ich bin, Mann. Hast du gesehen? Ist das so geplant? Wahrscheinlich nicht, oder? Like the design cluster. What the fuck is wrong with the clusters? Oh, ich hab keinen Bock, dass das Viech uns gleich hier erschreckt. Bin ich überhaupt keine Lust drauf, kann ich euch jetzt schon sagen. Du Serial, vorbei! Hast recht. Als wir erstmal fast nur gespielt haben, wollen wir es zusammen spielen. Oh, das wird Hammer! Das Bild wird Hammer, Leute! Hammer, hi, wird das. Versteht ihr? Ach, das ist der Controller. Ich wollte gerade sagen, was hat sie da in der Hand? Ich wollte gerade fragen, was ist das für eine Technologie? Ist das ein Controller? Das war eine knappe Kiste. Ah, sieht kalt aus. Ja. Ah. Warte mal, meine Einsamkeitstücher. Guck mal, was da passiert! Ich hab einmal mein Wasser versenkt umgekippt, das hat mir schon gereicht. Ein Besen, zwei Besen, drei Besen, hast du gesagt? Oh, in der Luft. Wir spielen so gut. Kamen da eigentlich noch Updates? Nee, ich meine, von denen kam, glaube ich, noch ein anderes Spiel. Komm her. Und? Aber gab es dafür noch Updates nach der Waschanlage? Ich hab dich. Und ja. Oh nee, ich hab dich. Ich hab dich. Ich komm. Ah, so. Ah.
Ich hab nur geschaut. Da schaut bestimmt gleich irgendwas zurück. Wenn man Statisten auf Wisch bestellt. Was zum Teufel? Das Spiel ist ein bisschen weird, kann das sein? Ja, das ist die Tonlage, die wir haben möchten. Was war das denn? Da ist eine Stinkwanze, ich pack's nicht. Hat man den gesehen? Das ist so ein Ding. Der ist aber voll gerannt, aber über das Mikro drüber. So hast du den Zahn abgebrochen. So habe ich meinen Zahn abgebrochen, ja. Ich habe nämlich dem Gegenüber, also gestern war ich nach dem Tätowieren, war ich noch bei meinem sexy Menschen und dann habe ich den sexy Menschen. Der sexy Mensch, der ist wie beim Frauenarzt, ist er da gesessen, der sexy Mensch. Und dann habe ich sein Poloch gespreizt, habe ihm da Coca-Cola eingefüllt und ein Mentos reingeschossen. Und dann bin ich die ganze Zeit so vor seinem Poloch gesessen. Kommt da was raus? Ja. Und dann irgendwann ist mir das Mentos raus und direkt auf meinen Zahn rauf und dann habe ich mir nämlich den Zahn abgebrochen. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe kein Wort verstanden. Nur was mit so, Mentos und sie hat sich einen Zahn abgebrochen. Da ist schon wieder Madison. Ja, bist du blöd? Ich brauche Ärger, ich krieg kein Geld bei dir. Ja, ist jeder also seine Schwachstellen. Wo kriege ich denn ich den Code her? Ach, hier oben. 3748. Klammern Sie klug. Das ist bestimmt der falsche Code, oder? 3748. Achso. Klammern Sie klug, aber vergessen zu drücken. 3748. Sexy Kreditkarte zückt. Für die 5 Dollar. Und dann wird geschüttelt, Freunde. Nicht gerührt, sondern geschüttelt. Ach, Behind, du bist aber... Ach du Gott, Behind, du süße Asch, love you, Behind. Behind, ich hab dich so lieb, du kleiner süßer Racker, du. So, reicht. Falls ihr... Auf die Idee muss man erstmal kommen. Kommentare und einen geilen, bärtigen Mann sehen möchtet und ich da noch nebenbei... Ich kann nicht mehr einschenken, ich habe einfach die Flasche fallen lassen und es ist nass. Aber oh no! Warte, ich habe einen Strohhalm hier. Wartet. Bisschen staubig, aber Dreck reinigt den Magen, ne? Wann küssen, komm. Ist es nicht Toss? Ist das nicht Toss? Frage im Hintergrund noch. Sind wir gut oder sind wir gut? Oh. Sind wir gut oder sind wir gut? Nein! Nicht sterben! Bist du so mittelmäßig anscheinend? Wir haben auch ein Haustier. Ganz ehrlich, Schmidi, wenn, dann hol dir wirklich so eine Katze. Britisch Kurzhaar, du hast echt gar kein Problem damit. Die sind so einfach zu häckseln. Mama stresst mich immer. Katja, schau, guck, die Wahl! Also, das heißt, Katja, zieh dir eine Mütze. Also, sonst wirst du krank. Ohrenentzündung und so. Und das stimmt tatsächlich. Aber das Einzige, was bei mir wirklich kalt wird, sind meine Füße, meine Hände. Weil bei Rauchern ist es ja oft so, dass so die. Nennt man das? Extremitäten? Exkrement? Nein, Exkremente ist was anderes.
Klimsel, die Bimsel. You are disgusting. Okay. Das waren die Twitch-Clips, Leute.